17 Uhr oder kurz danach, wir haben nicht ganz die Zeit gehalten. Potsdok 2017, die Bühne in Sochi, wo der Rasen bebt oder, naja, schwappt jedenfalls. Wir waren gerade bei Dalli Dalli und dem Großen Preis und jetzt geht es gleich weiter mit großen Abendunterhaltungsshows. Aber bevor das passiert, ein kleiner Hinweis auf die dann folgende Show, What's in Your Pants. Tobi hat mir gerade gesagt, jeder, der dabei sein möchte, möge bitte einen Stift mitbringen. Einen Stift. Also das ist, ich weiß nicht, ob es ein Codewort ist für irgendwas, keine Ahnung. Was wir jetzt auf der Bühne haben, das läuft unter dem Hashtag MOMIAB, also M-O-M-I-A-B, kann man auch gerne mal nachgucken. Das ist die große Kulturpessimisten morgens, mittags, abends oder was auch immer Show, denn sie wussten nicht genau, wann sie eigentlich auf die Bühne gehen. Sie machen die Samstagsabendshow wieder groß, egal ob am Freitagabend oder am Samstagnachmittag. Die Zukunft ist zeitsouverän. Hätten das ein Kessel Buntes oder am laufenden Band. Alle diese Sendungen gehören der Vergangenheit an. Die Zeit der großen Samstagsabendshow scheint vorbei. Wir wollen sie wieder groß machen und zwar im Zentrum der Unterhaltungswelt. So steht. Zum bunten Abend laden Becky, Erik und Christopher die deutsche Speerspitze der kulturpessimistischen Abendunterhaltung. Lasst euch überraschen. Viel Vergnügen. Ach, das hört ihr gar nicht. Wir brauchen die Einspielerspur, bitte. Technik! Wir brauchen die Einspielerspur. Ja. Naja, das fixen wir dann in der Post. Hallo, liebende Zuhörende und auch diesmal Zusehende. Ich begrüße euch zur großen Kulturpessimisten morgens, mittags oder abends Show. Die Matinee-Gala für Zeitsouveräne. Ihr seht, ich habe mich vorbereitet. ich muss es noch üben. An meiner Seite, wie immer, meine MitpodcasterInnen. Hallo, liebe Vicky. Hallöchen. Und hallo, Erik. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich bin euer Hostmaster, ohne Jackett, weil wir sind ja alle unter uns, der Christopher. Dafür haben wir ganz frisch aus der Druckerei quasi unsere neuen T-Shirts an, falls ihr die mal bestaunen wollt. Ja, der Martin hat schon im Intro gesagt, wir machen die am Samstagsabends-Show wieder groß. Und natürlich gehört auch zu solchen Sendungen ein bisschen Nostalgie. Deswegen möchten wir jetzt unseren ersten Gast auf die Bühne bitten, den Stefan. Der Stefan ist sowas wie der Pete Best der Kulturpessimisten. Der ist ausgestiegen, bevor wir berühmt wurden. Ich sag jetzt nicht und dann kam ich. Und dann kam Becky. Wir brauchen noch das gelbe Mikro, bitte. Martin. Das gelbe Mikro, bitte. Nee, das Gelbe muss das angeschaltet Gelbe, das werden. Das Gelbe, der mit dem gelben Punkt. So? Ah, da ist er. Da bin ich. So. Stefan! Hi, wer ist Pete Best? Das war der Schlagzeuger der Beatles, bevor Ringo Starr kam. Ah, der, okay. Ich dachte, du bist Musiker. Ja, aber mit den Beatles habe ich es nicht so. Ja. Bevor wir hier in die Befragung von Stefan einsteigen, möchte ich als Social-Media-Beauftragte der Kulturpessimisten kurz unseren Hashtag MOMIAB vorstellen. Also was auch immer ihr uns mitteilen möchtet, unter diesem Hashtag wird es hier auf meinem iPad erscheinen und ich kann dann vielleicht die ein oder andere Social-Media-Ecke mit einbauen. Das nur am Rande. Ja, der Stefan, der war ganz zu Anfang der Kulturpessimisten Mitglied, nachdem er dann, wie lange ist es eigentlich her, dass du jetzt nicht mehr dabei bist? Das muss doch fast schon wieder 2 Jahre sein, oder? Also ja. Es war, glaube ich, nach dem Kongress, oder? Ja, stimmt, nach dem Kongress. Ja. Ja. Ja, und zwar wegen deinem Beruf. Und du machst ja was sehr Interessantes, du bist ja fast schon Cybermensch, du machst virtuelle Realität. Ja, genau. Also was ich halt mache bei mir beruflich aktuell ist, ich bin eigentlich als 3D-Grafiker in die Firma gekommen und was wir halt machen sind, wir haben eine Plattform für Augmented und virtuelle Realität. Ja,
Ja. Und das ist ja jetzt auch irgendwie gerade so im Mainstream am Kommen. Jetzt hat ja Apple mit ihrem nächsten iPhone ein AR-Kit. Es ist nicht nur das nächste iPhone, muss ich dich berichtigen, sondern es ist die nächste iOS-Version. iOS 11. Mit iOS 11, wir haben sie jetzt bei uns schon im Test. Es ist mega awesome. Echt, erzähl mal. Also es ist richtig, richtig gut. Also was halt, glaube ich, vor auch knapp 2 Jahren passiert ist, ist, dass Apple eine Firma aus München gekauft hat. Die hieß damals Metaio. Und wir haben uns halt jetzt schon die ganze Zeit gefragt, weil die damals schon ziemlich awesome Zeug gemacht haben. Wir hatten uns damals dann zu dem Zeitpunkt gefragt, okay, was passiert damit jetzt? Und ja, bei der letzten Keynote sind sie dann damit rumgekommen, so hey, wir haben jetzt AR-Kit. Und du kannst das aktuell schon in der Beta testen. Es gibt auch ein paar Videos, ziemlich viele Videos mittlerweile auf YouTube und überall. Und das ist echt richtig awesome. Also du brauchst keine Bildmarker mehr, also die du irgendwie hinlegen musst und daran dann dein Zeug orientierst. Und das geht halt wirklich out of the box ohne irgendwas. Und du kannst dann da halt 3D-Modelle und solche Geschichten dann halt in die Gegend stellen. Aber das ist dann immer noch mit einer 2D-Kamera. Also die Kamera hat noch keine Tiefenwahrnehmung von sich aus? Nee, also sie machen es tatsächlich über Bildanalyse, also das Live-Kamerabild, was reinkommt. Da wird dann halt geguckt, okay, wo ist da jetzt ungefähr ein Boden? Und das halt wahrscheinlich mit einer Menge Software und Algorithmen. Und aber es funktioniert halt sehr, sehr sicher, sehr, sehr sauber. Wir haben es bei uns ausprobiert, wir hatten irgendwie ein Modell, was wir irgendwo in Gang gestellt haben, dann ist jemand rumgelaufen, ist mal in einen anderen Raum, ist wieder zurück und das Teil stand halt immer noch da. Und das ist schon ziemlich faszinierend. Also ist dann mit dem iPhone so ein bisschen rumgelaufen und dann wieder zurück und das iPhone hat sich halt gemerkt, dass da irgendwas stand. Genau. Das ist dann auch wahrscheinlich dann mit den Lagesensoren, dass es weiß, das wird jetzt bewegt durch den Raum. Es nennt sich, glaube ich, Sensor Fusion, was da benutzt wird. Also, okay. Also quasi die Eingabe vom Bild, dann die Gyroskope und der ganze Kram. Das ist nur mit den Plus-iPhones, oder? Nope. Mit denen, die 2 Kameras haben? Nope. Das geht nicht. Auch mit den normalen. Mhm. Okay. Weil die Gerüchteküche meint ja, dass das iPhone 8 ja dann vielleicht Infrarotsensoren haben wird, die dann auch Tiefenwahrnehmung dann nochmal verstärken können. Theoretisch könntest du sogar jetzt beim Siemer mit der 2. Kamera, was ja eine Schwarz-Weiß-Kamera ist, tatsächlich schon Infrarot aufnehmen. Du bräuchtest nur noch eine Quelle, also sprich ein Infrarotlicht. Ja, okay. Gut. Ja, wir sind ja eigentlich ein Serien- und Film-Podcast. Mhm. Was hast du denn irgendwie jetzt seit den letzten 2 Jahren so geschaut, was dich beeindruckt hat? Guckst du noch Dinge, obwohl du nicht mehr bei den Kulturpessimisten bist? Ja, da ist halt immer noch das Problem mit der Zeit, weil ich furchtbar viel arbeiten muss. Ich habe es noch nicht mal geschafft, Asche auf mein Haupt, die letzte Staffel Doctor Who fertig zu schauen. Und ansonsten ist tatsächlich nach den Kulturpessimisten mein Medienkonsum doch rapide zurückgegangen. wobei ich jetzt so meine anderen Sachen habe, die ich halt regelmäßig schaue, was dann halt so in die Richtung irgendwelche Let's Plays und solche Geschichten sind. Gronkh. Zum Beispiel. Oder eine Empfehlung vom Martin vom SMC, also von El Spotto. Yogscast. Das ist eine englische Truppe und die haben da sehr, sehr unterhaltsame Menschen dabei. Die YOG. Ja, genau. E-Old Goon Squad. Okay. Ja, die kenne ich auch. Und welche Spiele so? Verschieden. Also gut, bei Gronkh bin ich jetzt gerade wieder in diesem Fallout-Ding drin. Minecraft, es läuft halt oder plätschert dann halt so mehr so nebenher und ist dann halt einfach nach einem langen Arbeitstag. Was ja irgendwie so aktuell der heiße Scheiß ist, ist PlayerUnknown's Battleground. Ja, ist halt ein Ballerspiel, interessiert mich jetzt nicht weiter. Ja, da gibt's ja auch so sehr interessante Modi. Ich schaue das gern bei Polygon auf dem YouTube-Kanal, wo sie dann mit Zombies, also wo dann 8 Leute normale Menschen sind und alle anderen Spieler sind halt Zombies, die keine Waffen haben, sondern sich halt nur rumprügeln können. Und das ist dann sehr lustig, oder dass man halt irgendwie, man alle Leute dann im Dings kennt, dass man halt Sachen macht, wie wir machen Bootrennen oder sowas. Ja, Polygon habe ich dann, glaube ich, auch noch auf einen Tipp von dir, weil du da mal was gepostet hattest, dann mal angefangen zu binge-watchen. Die hatten da irgendwie so diese Serie mit diesen Autos. Wo ja, du, Cowboys. So unglaublich unterhaltsam, ich habe so gelacht. Ja, das ist interessant. Polygon macht so ein bisschen, die gehen so weg vom klassischen Let's Play und machen mehr so experimentelle Sachen, wie wir versuchen mit verbundenen Augen einmal die GTA 6 oder 5, also die letzte GTA-Karte einfach mit verbundenen Augen zu durchfahren. Dass einer halt sagt, okay, du musst jetzt links, rechts und der andere muss fahren mit verbundenen Augen. Und die fangen so an, so ein bisschen auch jetzt zeitgenössische Kunst in Videospielen zu machen. Also die haben da irgendwie, sind voll weg von dieser, wir machen einfach nur Let's Play-Schiene, sondern die machen da schon wirklich kreative Sachen. Das ist sehr interessant. Das auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, sie sind halt sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
Ich würde gerne hier den Retro-Aspekt des ganzen Segments noch mal ein bisschen hervorbringen. Hast du mich gerade alt genannt? Nein, aber du bist ja nun mal, also wir haben uns ja nicht überschnitten bei den Kulturpessimisten, richtig, sondern du bist gegangen, bevor ich gekommen bin. Und ich gebe zu, ich habe das damals noch nicht gehört. Ich bin ja noch nicht so lange in diesem Business, wie ich immer so schön sage. Hier die beiden Jungs, mit denen ich das ja jetzt mache. Hast du irgendwelche Geschichten über die Vergangenheit des Christopher und des Erik zu erzählen? Okay, wie viel bezahlt ihr? die versucht jetzt Gegenkompromat zu sammeln, weil wir als Kompromat durch ihren 30. Geburtstag haben. Ja, genau. Und pass auf, was du sagst. nee, tatsächlich würde mir da jetzt nichts einfallen. Also, wie bist du eigentlich? Zwei anständige Buben. Ja, siehst du mal. Wir hatten ja nicht so schlecht, wie du denkst. Ich habe so gehofft. Ich habe so oft gezählt. Ich habe mich noch erinnert, beim ersten Podcast, wo wir waren, hatten wir sowas Ähnliches schon mal gemacht. Damals noch in diesem Separé, was von hier, ja, von der Nacht-WG ausgestattet wurde. Was dann quasi der Podcast-Tisch in Almke gewesen ist. Ja, aber halt unter anderer, ja, unter anderer Ägide. Ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich live vor Menschen einen Podcast gemacht habe. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ja, und jetzt sind wir auf der Bühne. Jetzt, unser nächstes Ziel ist ja, dass wir dann im großen Sendezentrum dann zu unserer 50. Jubiläumssendung. Ja, aber wenn, dann muss es schon Saal 1 werden, oder? Was? Ja. Ja, wenn, Saal muss 1. Es Saal 1, also. Das geht nicht in Saal 1. Das geht 1. leider nicht. Also, was wir da vorhaben, das geht leider nicht in Saal 1. Schade. Ja, nee, die Frage ist, Erik und ich, wir haben uns ja im Chat von. Jetzt haben wir wirklich hier Geschichten vom Krieg, aber bei den damals noch Quasselstrippen kennengelernt sozusagen. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wir sind uns dann quasi mehr oder weniger audiomäßig über den Weg gelaufen. Ich glaube, es war eine Fußball-WM, EM, ich weiß nicht, ob Damen oder Herren. Und wir hatten da ja damals mit dem Spotto, nein, der Spotto hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun, dieses kann Spuren von Fußball enthalten. Schmerzlich vermisst, ja. Sehr. Und sind da ins Gespräch gekommen und ihr meintet dann halt, oder ihr hattet, glaube ich, schon die Nullnummer und die 1 ja aufgenommen gehabt? Nee, wir hatten die Nullnummer und du hast gesagt, ja, ich will da auch gerne drüber reden. Weil ich es halt ziemlich interessant fand. Und bei mir scheiterte es tatsächlich dann nur an der Zeit. Ja, du machst ja immer noch regelmäßig Sunday Morning? Richtig. Ja. Jeden Sonntag. Wie oft? Einmal die Woche? Einmal die Woche, jeden Sonntag. Okay. Also so lange sich es ja irgendwo ausgeht. Jeden Sonntag. Da gab es diese Woche mal so eine Anomalie, aber ja. War jetzt ein Samstag ausnahmsweise. Ich habe leider keine Uhr, deswegen frage ich mal an die Rennleitung. Mhm. Ja. Stefan, hast du noch was du uns für den Rest des Abends oder des Morgens oder des Mittags oder wann auch immer in diesem zeitsouveränen Universum, dies hier geschaut wird, was du uns mit auf den Weg geben willst? Muss es serienrelated sein oder nicht? Einfach eine Weisheit, die eine Weisheit du in deinen Jahren gesammelt hast. Hast du mich jetzt gerade alt genannt? Nein, weise habe ich dich genannt. Weise. Das ist nett. Oder vielleicht eine Empfehlung, was jemand schauen oder hören oder lesen sollte hören. Oder spielen. Ja, einfach eine Empfehlung ist immer gut. Hören hätte ich was. Also Menschen, die auf etwas härtere Gitarrenmusik stehen, wie ich auch, sollten sich unbedingt Devin Townsend anhören. Und da eigentlich alles, was es da gibt. Strapping Young Lad ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil nochmal ein bisschen abgehobener, aber so jetzt die letzten Alben von Devin Townsend sind furchtbar gut. Und das ist Metal oder was? Es wird als Progressive Metal bezeichnet. Es ist schon härter, aber es ist sehr viel klarer Gesang dabei. Also der Typ hat wirklich eine richtig, richtig geile Stimme. Schreibt sehr, sehr coole Musik. Sehr, sehr abwechslungsreiche Musik. Aber du machst selber auch immer noch Musik, oder? Ich mache immer noch Musik, ja. Das kann man auch auf Soundcloud dann noch hören, oder? Da kommt tatsächlich, danke fürs Pluggen, da kommt tatsächlich irgendwann dann im Laufe des Jahres dann mal eine neue EP mit 5 neuen Liedern, an der ich halt gerade mit einem Schlagzeuger zusammenarbeite. Da sind wir jetzt gerade am Aufnehmen. Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche irgendwie 2-3 Tage nur im Bandraum verbracht und habe 2 Gitarren und einen Bass eingespielt. Ja, und das wird, denke ich mal, so im Laufe des Jahres werden. Ja, cool. Da kann ich mich noch erinnern, wir hatten ja mal so ein Special zu Wetten, das gemacht. Stimmt, da hatten wir das eingespielt. Und da hatten wir das eingespielt und das war so eine Bild-Tonschere, weil wir hatten immer Lieder eingespielt, wenn bei Wetten, das gerade da Musik kam und da ja war so eine Schlagersängerin gerade und war die Helene Musik Fischer drunter. Genau. Ja, es war Helene Fischer. So eine Schlagersängerin. Ja. Wer kann es sonst sein? Ja, und zum Schluss hat Unheilig gespielt, das weiß ich noch. Stimmt. Oh je. Das war die letzte Sendung, Wetten, das. Ja. Ja, dann räume ich mal die Bühne und gebe Platz für den zweiten Gast. Oder wie habt ihr wir haben erst noch ein bisschen was anderes geplant zwischendurch. Aber du darfst die Bühne räumen.
Dann räume ich. Du darfst auch sitzen bleiben, du darfst auch sitzen bleiben. Du darfst auch mitmachen. Er darf auch sitzen bleiben. Ja, also dann. Gut, nachdem wir jetzt schon quasi eine Retro-Ecke und eine Musik-Ecke hatten, was zu so einer Abendshow gehört, kommen wir jetzt zu, wie sich hier auf dem Podstock gezeigt hat, dem sehr in-seienden Segment des Quizzes. Also auch wir haben ein kleines Quiz mit euch vor und ich habe hier neben mir meinen Co-Podcaster Erik sitzen. Wer von euch im Publikum folgt Erik auf Twitter? Mal Arm hoch. Damit seid ihr für dieses Quiz in einer guten Position. Vielleicht ist euch aufgefallen, der Erik ist ein großer Fan davon, Hörtweets zu twittern. Also Dinge, die er sich denkt, während er einen Podcast hört, Zitate aus Podcasts. Manchmal macht er das Ganze auch mit Emojis, die zu diesem Podcast gehören. Und das ist doch sehr unterhaltsam, weil ich vielleicht so in 50% der Fälle ungefähr rausfinde, um was es da geht. Und ich habe einfach mal die schönsten von diesen Podquiz-Varianten von Erik gesammelt. Und die würden wir jetzt gerne mit euch spielen. Wir brauchen aber nicht zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, sondern wir haben uns überlegt, wir teilen das Publikum einfach in zwei Hälften. Ich hätte sogar einen Vorschlag. Ich würde sagen, wir nehmen das Team Sitz rein versus das Team Tisch da. Genau. Ich weiß nicht, ob die so zuhören. Also ich würde mal jemanden, der flexibel ist, bitten, hier diese Kärtchen abzuholen. Wir haben nämlich so ABCD-Kärtchen für euch gebastelt. Du könntest ja einfach mal eine den Herrschaften auf den Bänken und eine Richtung Dach geben. Setzt euch ruhig ein bisschen zusammen, sodass ihr euch besprechen könnt. Ihr habt gleich immer 10 Sekunden, um nachzudenken. Ich kann ja noch kurz zur Erklärung sagen, also die Zitate, die kommen tatsächlich immer raus, wenn ich gerade höre. Und die Emojis, die sind aber dann, sage ich mal, so zu speziellen Anlässen. Wenn ich Geburtstag habe, verschenke ich Emojis. Wenn Weihnachten ist, verschenke ich Emojis, genau. Wir haben ja nichts. Genau. Es gibt jetzt zwei Modi. Wann immer ihr auf dieser Wand Emojis seht, gibt es keine Antwortmöglichkeiten, sondern ihr haltet einfach eine eurer Karten hoch, sobald ihr es wisst. Und wann immer es Zitate gibt, gibt es 4 Antwortmöglichkeiten und ihr haltet dann nach der Wartezeit, die durch einen kleinen Jingle gekennzeichnet wird, eine eurer Karten hoch. Und dann lösen wir auf, worum es geht. Wenn ein Podcast in den Antwortmöglichkeiten vorkommt, an dem ihr selbst beteiligt seid, würde ich euch bitten, nicht so viel mitzudiskutieren. Also, es geht los mit der ersten Variante. Mach mal die Musik. Ich hoffe, es geht. Niemand? Lara, nicht mal du? Vielleicht ein Hinweis. Also guckt mal, was da alles so abgebildet ist und womit ihr das vielleicht assoziieren würdet. Also das ist einmal Käse, dann ist das Schokolade, dann ist das Rotwein, eine Bergspitze mit Schnee, eine Bergbahn und ein Skifahrer. Oder eine Skifahrerin. Ich habe da eine Vermutung. Ja, wenn die Teams nicht möchten, darfst du auch, Stefan. Dann darf ich. Also ja. Ich denke mal, es hat was mit der Schweiz zu tun. Das könnte durchaus sein. Und noch mehr, den genauen Podcast-Namen. Das ist mein Problem, dass mir der Podcast heute Morgen erst über den Weg gelaufen ist. Also es ist die Auslandsschweizerin, die hier selber in der ersten Reihe sitzt. Hervorragend. Vielen Dank, Stefan. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten. Das ist jetzt eins mit Antwortmöglichkeiten. Und zwar, das Zitat lautet, auf dem Anwesen huldigen Sie am Altar Ihrem Butler. Und es gibt die Varianten angegraben, exponiert, ESC-Schnack oder Nerdkult. Überlegt es euch. 10 Sekunden. Da bin ich ja jetzt gespannt, ob denn überhaupt jemand kennt, was die richtige Antwort ist. So, ich möchte Karten sehen, bitte. Ihr müsst euch jetzt für eine der Varianten entscheiden. Einfach raten. Ihr habt ja Antwortmöglichkeiten. Einfach die Karte hochhalten. Frank, ja. Okay, wir haben zweimal A.
Erik, was ist tatsächlich? Erzähl's uns. Tatsächlich ist es Nerdkult, weil die immer am Ende von ihrer Folge quasi gewisse Dinge opfern und gewisse Dinge huldigen und die haben auch immer einen Butler in ihrer Sendung. Und tatsächlich ist diese Variante, wie es geschrieben ist, auf den Mist der Geschichtenkapsel gewachsen, die neulich einen Haiku-Tag auf Twitter gemacht hat und es wurden ganz viele Haikus gepostet. Ach stimmt, das ist ja ein... Weiter geht's. Team Ananas Pissar. Die Kulturpessimisten, Kastenfisch, Der Weisheit oder Sunday Morning. Ja, die vordere Variante, Tischvariante hat sich entschieden. Die hinteren, bitte eine Karte hochhalten. Okay, wir haben hier vorne einmal C und hinten einmal D. C ist Der Weisheit, D ist Sunday Morning. Es ehrt uns, aber nein. Und natürlich ist es Der Weisheit. Genau, bei Der Weisheit ist aktuell ein großes Thema, ob man Ananaspizza gut findet oder nicht. Und das könnte man wahrscheinlich im Moment nach jeder Folge Der Weisheit. Ein kurzer Quick-Poll, wer ist Team Ananaspizza? In welcher Version? Ah, es meldet sich nur eine Person im Publikum. Meinst du jetzt Pizza Hawaii oder meinst du jetzt Pizza Bombay? Ist egal. Ich bin Team Pizza Bombay. Aber nicht Hawaii, oder wie? Hawaii stehe ich nicht so drauf. Bitte die Currysoße. Ja. Okay. Gut, es geht weiter. Es kommt wieder eine Emoji-Variante. Ich sag auch gerne was zu den Emojis, aber guckt hin. Wir haben hier... Was ist denn das erste eigentlich für ein Emoji, Erik? Na, das ist das typische Nerd-Emoji. Ein Nerd-Emoji, ein Finger nach oben, ein Kopfhörer, ein Gesetzessymbol. Ein Telefon. Ach ja, ein Becky, Telefon. Becky, so sahen Telefone früher aus. Ein Telefon. Hast du dich jetzt angelangt? Ja, hier vorne ja. In der ersten. Ich habe auch immer gedacht, das wäre die Rechtsbelehrung. Und ungefähr 5 Leute haben unter Eriks Tweet geschrieben, das muss doch die Rechtsbelehrung sein. Aber es ist gar nicht die Rechtsbelehrung. Richtig, Erik? Du hast dir die Lösung aufgeschrieben, oder? Hoffentlich. Ich habe mir die Lösung aufgeschrieben. Es ist nämlich der Podcast unseres guten Freundes Max Snyder, Better Call Saul Weekly. Stimmt, deswegen auch der Kalender. In dem er wöchentlich Better Call Saul Episoden bespricht und in dem die beiden Herren zu meiner Rechten auch des Öfteren mal zu Gast waren. Du guckst das ja nicht. Nee, ich gucke das leider nicht. Wie so oft? Wie so oft, das ist ein typisches Thema bei uns. Weiter geht's. Frauende Podcaster. Erste Variante: A. Erster FCPP. B. Sendegarten. C. Mumpitz und Glitzer. D. Horst die Podcast. Okay, wir haben vorne einmal B und hinten einmal C. Und obwohl C vielleicht wie die richtige Antwort klingt, nein, es ist B. Es ist B. Vor kurzem war der Alexander Hoaxmaster zu Gast im Sendegarten und es gab eine kleine Verwirrung, wie man eigentlich jetzt Podcasterinnen nennt. Und dabei kam der wunderschöne Neologismus frauende Podcaster zustande. Becky, nennt man die dann Podcasterinnen oder? Podcasterinnen. Podcastende Frauen. Oder podcastende Frauen. Was auch immer du möchtest. Oder frauende Podcaster. Oder auch frauende oder Podcaster. Das. Nächstes. Video monochrom. Varianten in den Antworten. A. Das tägliche Wort. B. Appcoholics. C. Kulturkapital. Oder D. Radio Mono. Tine, nicht so laut mitdiskutieren jetzt. Macht mal eure Karten hoch. Hoch die Karten. Hinteres Team, bitte eine Karte hoch. Im Zweifel raten. Ah, wir haben hinten einmal das A und vorne einmal das B. Also das tägliche Wort versus Appcoholics. Tatsächlich gab es beim täglichen Wort vor gar nicht allzu langer Zeit das Wort monochrom, worauf Erik diesen wunderschönen Satz postete. Und der Lars hat es nicht gewusst. Schade, Lars.
Gut, ich würde sagen, damit machen wir erstmal eine kleine Podquiz-Pause. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu, weiteres zu machen. Und wir haben jetzt einen kleinen Werbeblock geplant, denn solche Abendshows lassen sich ja schlecht finanzieren, ohne Werbung dazu zu schalten. Er ist eine Perle der Natur. Goldbrand. Podcaster's Choice. Die Sonne geht unter. Podcast. Ach, Quatsch. Goldbrand kommt hoch. Ja, vielen Dank, das war der Jörn, dort hinten live eingesprochen. Und mit diesem Werbejingle wird gerade ein großes Tablett herumgereicht, auf dem ihr etwas probieren dürft, was der liebe Udo kreiert hat. Und da er das kreiert hat, darf er zu uns auf die Bühne kommen und Stefan müsste dann jetzt leider unsere Bühne verlassen. Kriege ich davon was? Natürlich bekommst du was davon. Dann übergebe ich gerne an Udo. Dann übergibst du dich gerne. Genau. Ja. Nimm dein Hopfentee mit. Vielen Dank. Bitte bedient euch alle. Es soll sehr lecker sein und Udo wird uns gleich mehr dazu erzählen. Erstmal hallo Udo. Mahlzeit. Hallo. Moin. Aber erstmal. Ja. Wir testen jetzt erstmal alle gemeinsam diesen Drink, würde ich sagen. Wie? Was? Wie? Was? Was? Wie? Was? Wie? Was? Wie? Was? Prost. Auf euch, liebes Publikum. Ja, auf euch. Cheers. Ja. Udo, was ist das, was wir da trinken? Das ist ein abgewandelter Sidecar-Cocktail, aber statt Weinbrand, Goldbrand. Wie nennt man das dann? So ein Zeitbrand? Zeitstechen. Ja. Denkt euch was aus. Zeittrabi. Das ist jetzt keine komplett von Null-Kreation, aber. Ich kenne diesen Cocktail nicht. Was ist denn da sonst so drin? Das ist Goldbrand, dann Zitronensaft und Cointreau, also Orangenlikör, Triple Sec. Mein kurzes Meinungsbild im Publikum. Besser als Goldbrand pur, ungefähr gleich gut oder schlechter als Goldbrand pur? Besser, ungefähr gleich gut, schlechter. Einmal eure Daumen bitte. Udo, es scheint ein Erfolg zu sein. Ich sehe nur Daumen nach oben. Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu mischen? Erik. Erik hat gesagt, wir wollen Cocktails. Ich hatte noch eine Flasche Goldbrand, die mir Daniel, wo ist er? Weiß ich nicht, letztes Jahr noch in die Hand drückte, weil die über war. Und dann habe ich einfach ab und zu mal was gemischt und ausprobiert, was schmeckt. Ja, genau. Und das blieb über. Ich hatte mir überlegt, was könnte man denn mit Goldbrand so machen? Und da fiel mir der Name Udo ein, weil du halt immer Ahnung hast von Cocktails mischen und habe gedacht, wirf das mal in Richtung Udo und lass ihn mal experimentieren. Und da kommt dann schon was raus, was gut schmeckt. Brauchen wir noch einen Sendungstitel? Ich wollte was mit Goldbrand machen, da fiel mir der Name Udo ein. Finde ich ganz schön. Ganz schön guten Titel. Genau. Du hast jetzt gesagt, das ist nicht der einzige Drink, den du im letzten Jahr, seit dem letzten Podstock ausprobiert hast mit Goldbrand. Welche Varianten sind dir denn noch so untergekommen und wie waren die? Ich guck mal gerade, ich habe das alles dokumentiert. Es fing an mit dem naheliegendsten Goldbrand-Cola. Kann man machen. Schmeckt halt nicht. Schmeckt wie Hustensaft. Um das mal zu demonstrieren, habe ich Cola mitgebracht. Das heißt, wir müssen das jetzt auch trinken. Wir teilen uns einen Becher, oder? Ja, wir teilen uns einen Becher. Dann nehmen wir hier einen Eiswürfel. Und ich habe das mal vorbereitet. Das ist so lieb von dir, dass du uns auch die richtig leckeren Varianten mitgebracht hast, die das Publikum jetzt nicht probieren darf. Ich habe gelogen. Die erste Variante war gar nicht. Die erste Goldbrand-Variante war natürlich mit Mate. Schmeckt aber auch nicht. So. Den habe ich übrigens letztes Jahr hier schon mal probiert. Genau, also das kann ich bestätigen. Mach mal nicht so einen großen Drink. Wir müssen ja jetzt, so wie sich das anhört, noch andere Sachen probieren. Während des Tests alles Milliliter genau dokumentiert. Ich mache es jetzt aber nach Gefühl, das geht ja auch. So, also das ist jetzt ein Clubmate Goldbrand. Hat er auch einen Namen? Ich hatte ihm einen Namen gegeben. Ich muss kurz gucken. Ich meine, beim Kongress trinkt man ja diesen Chunk, den man mit Mate mischt. Vielleicht Chunk schmeckt. Aber bei Chunk ist noch hier Limette. Chunk ist noch Limette und Rohzucker drin und der schmeckt auch wesentlich schlechter, wenn man die beiden Ingredienzien weglässt. Ist das alles über? Liebes Publikum, ihr dürft euch hier jederzeit weiter bedienen an dem, was hier rumsteht.
Ja, so lange rum, bis es weg ist. Sonst lass sie doch erstmal trinken und wir gehen in fünf Minuten nochmal rum. Alles klar. Ja. So, jetzt dürfen wir jetzt dieses Mathezeug da probieren. Achso, ja. Ich fange mal Ladies an. Ladies first. Oder? Ja, Becky. Fang du mal an. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich jetzt erwartet habe. Schmeckt halt nach Mate. Auf die Mate-Sorte. Ich hab auch Bewertung geschrieben. Also ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie alkoholfreies Bier. Ah, ich habe diesen. Weil dieses schmeckt besser. Ich habe dem der Gold. Ist das nochmal das Gleiche? Ich habe nur einen Schluck Mate erwischt, aber. Also ich habe diesem Getränk 3 von 5 Punkten gegeben. Also so schlecht war es doch nicht, wie ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Oh. Nochmal rüber. Aber es schmeckt halt auch irgendwo total langweilig. Mhm. Ja, da fehlt halt der Kick. Ja. Möchte das noch jemand probieren? Das habe ich Clubgold übrigens. Gibt es Interessenten oder Interessentinnen? Das wollt ihr noch probieren, das andere Zeug wird schlimmer. Alles klar, dann müssen wir das mal weiter trinken. Ich würde einfach sagen, wir lassen es einfach mal durch die Reihen gehen. Na, die wollen ja alle nicht, Erik. Wir können sie ja nicht. So, dann machen wir die andere Variante mit Cola. Die habe ich genannt. Ich trinke das weiter. Ja. Habe ich Podcasters Hustensaft genannt, weil es schmeckt wie Hustensaft. Mit Cola. Moment. Hustensaft wird ja bekanntlich auch aus Cola gemacht. Das ist ja nur konzentrierte Cola. Achso, mit Goldbrand. Ja, ja. Achso, ist Goldbrand. Deswegen habe ich ja hier übrigens Wasser stehen, um meinen Mund zu neutralisieren. Ich mache jetzt weniger als tatsächlich? Eben. Oh, du bist ja so gut vorbereitet, Erik. Ne? Das ist ja unfassbar. Mit Wasser zum Neutralisieren. Ich neutralisiere dann mit dem Sidecar-Brand. Ja. Sidebrand. Oh, jetzt habe ich Angst. So, einmal Hustensaft. Die Dame zuerst. Ich habe schon den anderen gerade fast geäxt. Achso, den ersten habe ich übrigens genannt Clubgold. Und das ist jetzt Podcasters Hustensaft. Das schmeckt wirklich wie Hustensaft. Das ist ja abgefahren. Ich habe ihm 2 von 5 Punkten gegeben. Hä, wie kriegt man denn bitte aus Cola Hustensaftgeschmack raus? Ja, mit einer Spirituose, die nichts kostet. Die Spirituose draufstehen hat. Mhm. Ich muss meinen Mund ausspülen. Ja. Ja. Das ist nicht zu verwechseln mit unklar Oabo. Möchte das jemand probieren? Hat jemand Husten? Okay. Ich trinke lieber das mit dem Mate. Frage mich, was passiert, wenn man da jetzt eine Emsersalztablette drin auflöst. Ja. Dann habe ich probiert einen Goldbrand Sour, also einen klassischen Sour-Cocktail mit Zitronensaft und Zuckersirup. Den habe ich jetzt nicht mit. Den habe ich 3,5 von 5 Punkten. Der war langweilig. Hat gut geschmeckt, aber langweilig. Wahrscheinlich hat er einfach so gut geschmeckt, weil man den Goldbrand nicht mehr geschmeckt hat. Ja, aber dann hat er halt nach nichts geschmeckt. Ja. Dann habe ich probiert Goldbrandflügel. Also Goldbrand mit Red Bull. Das hat von den 5 möglichen Punkten keinen gekriegt. Ich habe es nicht geschafft, mehr als 3 Schlücke zu nehmen, weil es so eklig war. Ich habe es dann weggegossen. Oh naja, nein. Ist ja auch ein bisschen was so für eine Verschwendung. The worst of both worlds. Ja, also dann habe ich Aprikosensaft mit Goldbrand probiert. 2 Punkte. Schokomehl mit Goldbrand. 2,5. Schokomehl? Schokomehl, kennst du? Was ist denn Schokomehl? Du kennst Schokomehl nicht? Ist das Mehl mit das Schokolade? Das ist ein Schokoladendrink aus Holland. Ah, also so ganz dickflüssiges, sehr dickflüssige Milch mit Schoki, super lecker. Kann man kalt oder heiß trinken. Ah, so, na, ah ja. Was, ja. Also, steht drauf, gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Mehl ohne Haar. Schoko, genau, mit einem EL. Liebes Publikum, ihr dürft euch weiterhin hier vorne bedienen, ja? Nur, dass ihr das wisst. Ja, also ihr müsst das im Laufe des Abends noch trinken. Das ist das gute Zeug. Ja. So, dann die nächste Variante, die ich hatte. Platz 2 quasi. Mhm. Oder vielleicht sogar Platz 1 im Vergleich. Ist auch nur ein Mixgetränk. Goldbrand. Nein, da ist Goldbrand drin. Ist ja der Wahnsinn. Podcaster's Choice. Ich mach mal wieder. So, und dann einfach Bitter Lemon. Mhm. Statt Cola. Mhm. Und das schmeckt. Der ist ja schon gestern kursiert. Ja, aber nur ja, also inoffiziell. Aber was glaubst du denn, warum das jetzt schmeckt wegen und das Zitrone. Mit der Cola nicht? Wegen der Zitrone. Aber könnte man in die Cola und auch noch Zitrone bitte. Machen und dann nee, würde es nicht mehr nach Hustensaft dann schmecken? Dann schmeckt es nach Hustensaft mit Zitrone. Mhm. Einmal Becky. Durch. Ich habe davon schon 1, 2 in den letzten 2 Tagen getrunken. Ja. Prost. Wessen Becher ist leer? Prost. Dann kommt, hier steht noch. Hier, bitte. Oh, das ist ja wirklich hervorragend. Was ist das für Publikum? Die trinken ja alle nicht. Kommt, hier, holt euch hier. Ihr habt noch nichts hör mal, da in der Hand. Hör mal, Podcast. Hör mal. die hören weg. Die hören ja, der Podcast schmeckt auch interessant, aber halt nicht so übersüßlich. Der schmeckt übersäuerlich und der schmeckt ein bisschen süßer im Vergleich. Das lässt doch Christopher auch mal. Ja.
Ich würde den tatsächlich jetzt favorisieren. Also den kann man halt den ganzen Abend trinken. Hiervon trinkt man zwei und es bedient. Also man trinkt drei und braucht nicht mehr trinken. Alt, ne? Viel. Mit hiervon meinst du jetzt den Sidecar? Den Sidecar ist halt ein echter Cocktail. Da mischt man Alkohol mit Alkohol und macht noch einen Spritzer Zitronensaft dran. Hier ist halt der Großteil Brause. Mhm. An dieser Stelle möchte ich anmerken, gut, dass wir keine Morgen-, sondern eine Abendshow geworden sind. Ja. Wer den mit Dings probieren will, Schweppes und Goldbrand haben wir noch jede Menge. Nachher können wir heute Abend trinken. Der schmeckt wirklich gut. Die Goldbrandvorräte sind und sehr gut. Du guckst so, als ob du probieren willst. Und was ist hier mit... Pass mal auf, wer ganz hart gesotten ist und ein Glas... Nein, oh Gott, tu's nicht. Wer ganz hart gesotten ist und ein Glas hier mit Cola trinkt, also Hustensaft, der kriegt dann die Lutherthesen geschenkt. Nee, Erik, ich dachte jetzt, du machst jetzt hier Goldbrand mit Lutherthesen. Stimmt, nein. Das könnte man auch probieren. Das ist dann Ablasshandel. Okay, wenn Udo es mischt, musst du es austrinken. Ja, Udo mischt, ich trink's. Das ist ein lösbares Problem. Okay, ihr merkt schon, wir versuchen mit unserer Mumi-Abshow Quote zu machen, indem wir uns selbst zum Einmal machen. Ja, zum Glück müssen wir nicht irgendwie in Schokolade warten. Wie Lanz. Aber es funktioniert ja. Die Reihen sind gefüllt. Mhm. Udo, wie ist das Aroma gewesen gerade beim Riechen? Glaubst du, es wird harmonieren mit deiner Goldbrand-Erfahrung, die du jetzt hast? Nein. Christopher, du hast den ja gestern schon so getrunken, ja, gut. Den Lutherthesen. Er hat so einen Lebkuchengeschmack. Also ich habe jetzt ungefähr Hälfte gemacht. Ja. Und was war dein Spruch dazu? Mit von wegen... Ja, es ist stärker als man erwartet. Kein Wunder, dass es die Reformation ausgelöst hat. Genau. Hat es nicht so gezündet. Ich fand ihn lustig. Das ist mein einziger Aber ich finde auch vieles lustig und ich schreibe auch vieles, was nicht lustig ist. Meine Leute mit dem Geschäft mit nicht lustig. Ja. Warte, ich rühre noch. So, Erik, ich bin jetzt so gespannt, wie dein Gesicht gleich aussehen wird. Wir haben vielleicht gleich eine Stelle frei, falls jemand sich bewerben möchte. Für alle, die jetzt nicht den Videostream gucken, sondern nur zuhören, ich werde versuchen, euch Eriks Gesichtsausdruck zu beschreiben. Wir haben doch hier auch eine Nahekeim, die kann ja dann... Ja, aber manche hören uns ja vielleicht nur. Weil unsere Visagen nicht sehen. So, gib's ihm, er muss es warm trinken, er wollte es selber. Kalt ist besser. Ja. Er hat es so gewollt. Guckt, sowas gehört immer on the rocks. Außer Whisky. So, Erik, auf geht's. Guck mich bitte an, ich muss dich beschreiben für die Hörenden. Aber bei Whisky macht man ja dann so hier Speckstein. Trink. Jetzt nicht lang reden, Erik. Trink. Speckstein? Trink. Dass Herr Martinsen hört. Er guckt nach oben. Oh, jetzt mal aufprobieren. Es ist, okay. Das ist wirklich Medizin. Ich kann dein Gesicht nicht beschreiben, so gut sah es gerade. Okay, komm, ich will auch. Das ist der starke Hustensaft. Ich muss ja mitreden können. Erik, das hast du uns jetzt eingebrockt, ne? Irgendwas überlegen wir uns dafür noch. Das ist der starke Hustensaft. Oh, das riecht ja schon. Da können wir noch die Bänke mit beizen. Nee, nicht die Nase zu. Oh. Fusch. Das ist die Medizin, wo die Großeltern noch sagen, ja, es wirkt nur, wenn es nicht schmeckt. Leute, das ist ja widerlich. Wenn es nicht schmeckt, dann wirkt es auch. Erik, das musst du austrinken. Oh. Udo? Nee. Das hast du verlangt, Erik. Oh nee. Bäh. Gut, kommen wir zurück zu dem, was wirklich lecker war. Würdest du denn jetzt sagen, Udo, dass dieser Sidebrand, dass das was ist? Ich habe ihn übrigens offiziell genannt, GB Sidecar. GB. GB. Ah, GB, Goldbrand. Yes. GB Sidecar. Okay, würdest du sagen, der GB Sidecar ist etwas, was man auch außerhalb des Podstocks mal trinken kann? Oder ist es eher so, what happens at Podstock stays at Podstock? Nö, kann man auch extern. Ist halt sehr, der ist halt sehr sauer. Mhm. Und schmeckt, ist halt viel Alkohol drin. Mhm. Gut. Knallt, aber es ist nicht so, dass man so dieses Gesicht, was Erik gerade hatte. Ja. Sondern man denkt, oh, sauer, aber und gleich so in ein paar Minuten macht es dann, wenn man den zweiten hat, geht die Lampe an. Mhm. Sehr schön. Gut, also wie gesagt, ihr müsst euch weiter bedienen. Ja, wir gießen das nicht weg, das wäre zu schade. Nee. Und bei dem schmeckt man auch nicht so den Alkohol. Da gibt es ja Sinn. Da gibt es ja andere Liköre, andere Cocktails, die mit Alkohol und Alkohol sind, die schmecken dann auch nach Alkohol, wie zum Beispiel dieser Negroni, den du auf Kongress machst. So, mag nochmal jemand das Tablett nehmen und damit rumgehen? Ja, bitte. Tut das doch mal. Und
Genau, ihr wisst ja, ihr müsst ohnehin noch Goldbrand trinken den ganzen Abend und wir haben jetzt alle gelernt, es ist die bessere Variante, den Goldbrand zu konsumieren. Also tut es. Die einfache ist mit, wie gesagt, wir haben noch, ich glaube, 4 Flaschen Bitterlemon und diverses Goldbrandgetränk. Mhm. Die Frage ist ja jetzt, ob der Stimmeffekt nur beim puren Goldbrand auftaucht oder ob er auch beim Cocktail auftaucht. Wie klingen unsere Stimmen? Klingen unsere Stimmen besser als noch vor 10 Minuten? Vielleicht sollte Jörn mal. Oh, es wird der Kopf geschüttelt. Kathi, vielleicht hat unsere Theorie im SDS-Podcast dann doch nicht. Man muss ihn pur trinken, sagt Kathi. Ja. Naja, aber ich habe Jörn hier noch. Ich habe ja so eine Theorie, der. Jörn steht da noch. Jörn! Kommst du mal? Jörn! Hast du auch einen von denen getrunken? Kannst du nochmal das Funkmikro nehmen und den nochmal sagen, ob es jetzt besser klingt? Was soll ich sagen? Den Spruch nochmal. Achso. Dann kann man es vergleichen, ob er die Stimme. Ich probier's. Er ist eine Perle der Natur. Goldbrand. Podcaster's Choice. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt hoch. Also ich würde sagen, die Stimme war jetzt um einiges tiefer und bassiger. Und das ist ja das Ziel des Ganzen. Möchtest du noch einen mit... Soll ich noch einen googeln oder was? Nein, mit Bitterlemon noch mal einen probieren. Oder hast du gestern schon? Oder hier sauer. Bitterlemon, das schmeckt auch. Das schmeckt auch gut. Naja, der Butler hat auch so eine sehr bassige Stimme und der trinkt ja wahrscheinlich sehr viel Luthers Thesen. Wenn man das also mixt, dann schmeckt das zwar scheiße, aber es ist vielleicht so wie Medizin für die Stimme. Ja, es schmeckt auch wie Medizin. Ja, gut. Placebo-Effekt. Wollen wir noch ein paar Fragen Ich würde sagen, wir machen noch zwei kleine Podquizze zum Schluss. Viel mehr Zeit haben wir, glaube ich, ach, nicht. Komm, deshalb spule ich hier ein bisschen vor. Wir haben ja auch erst später angefangen. Genau. Weil der davor dieser, wer auch immer, so überzogen hat. Wir haben hier ein Zitat. Die beiden Gruppen sind wieder bereit mit ihren Kärtchen. Hervorragend. Wir haben hier ein Zitat, das lautet: Und die Moral von der Geschichte, zu viel Bier, Ständer ab. Aus welchem zu welchem Podcast könnte dieses Podquiz von Erik gewesen sein? A. Zeitsprung. B. Brombeerfalter. C. Anycast. Oder D. Amerikaner für euch. Das ist eins von den Dingern, wo ich selber nicht mehr wusste, wo es dazu gehört. Hier, die vordere Gruppe muss ein bisschen schneller werden. Okay, wir haben einmal A, den Zeitsprung. Und hinten hatten wir in einem Rekordtempo B, den Brombeerfalter. Da hat wohl jemand gehört und das richtig gewusst. Es war tatsächlich der Brombeerfalter. Daniel, hättest du es selber gewusst? Nein, ich hätte gerade den Kontext. Ja, das ist die klassische Podcaster-Amnesie. Man weiß nie, was man gesagt hat im Podcast. Es wie? Ging irgendwie was? Um Fahrradständer und Bier. Kennst du den wie was? Witz noch nicht. Nein, kenn ich noch nicht. So, nächstes. Nächstes Quiz. Dieses war der Tweet. Wer... aka das leichteste Podquiz aller Zeiten. A. Dela Sastercast. B. My Life and Me. C. High Alarm Podcast. Oder D. Medienkuh. Ist jetzt das letzte, oder? Nee, das vorletzte. Okay. Wie? Was? Wie was? Wie was? Der Daniel ist ja gleich hingegangen und relativ zielbewusst. Ja, warten wir noch, was die hintere Gruppe sagt. Entscheiden wir brauchen Sie eine Karte jetzt. Von euch. Nun los, tut es. Ihr habt eine Viertelchance, richtig zu liegen. Fragt, das ist keine Raketenwissenschaft. Okay, also die vordere Gruppe hat gesagt D, hier vom Daniel. Daniel, wie bist du darauf gekommen, dass es die Medienkuh ist? Ja. So ist es, das Wehrspiel in der Medienkuh. Ja, too little, too late. Immer wenn es um irgendwie, wer zieht ins neue Dschungelcamp ein zum Beispiel, liest der Herr Körber die Namen vor und der Herr Hammes fragt jedes Mal, wer? Wie? Was? 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 Wie was? Müssen wir jetzt jedes Mal trinken, so, wenn einer wie oder was sagt? So, und als letztes kommt nochmal ein Podcast-Emoji, also guckt genau auf die Wand. Wieder mit, welche Karte zuerst oben ist, darf antworten. Musik. Das ist einfach. Psst. Oh, ich sehe schon da hinten. Hinten ist die Karte zuerst hochgegangen.
Sag's doch mal. What's in your pants? Genau, das ist What's in your das pants. Das ist richtig. Und das ist übrigens auch die Überleitung. Denn die nächste Show wird hier What's in your pants sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und euer fleißiges Mitraten. Und ich laufe jetzt gleich persönlich nochmal mit diesem Tablett rum und werde euch alle zwingen, noch einen dieser Becher zu nehmen. Ja. Das waren die Kulturpessimisten. Achso, die Becher möchte ich bitte das wieder. Das Kultur-Special auf dem Podstock 2017. Nicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ich vergesse Becher nicht vergessen, Codewortstift. Codewortstift. Wie? Was? Wie? Ja, wie, was ist das? Ich spiele noch, spiel noch mal den Muffin-Man zu Ende, damit alle den Ohrwurm bekommen. Als ob wir den nicht schon alle haben.